So Leute, wir haben uns hier quer durch den Wald geschlagen. Das ist echt unglaublich. Wir haben schon 6:30 und dann den gleichen Weg zurück können wir auf gar keinen Fall laufen. Was weiß ich, wie wir heute nach Hause kommen sollen. Wir werden dann einfach die Landstraße da lang laufen müssen. Eben. Aber jetzt haben wir unten erstmal den Weg entdeckt, weil ich wäre erstmal froh, wenn wir heute auf jeden Fall noch den Kröbler Schacht entdecken könnten, obwohl da direkt in der nächsten Umgebung da so viel mehr zu entdecken ist. Ja, ihr seht ja selbst, wie das halt alles ist. Immer unter dem Zeitdruck. Arbeit hast du Zeitdruck, im Privatleben auch. Gut, Leute, ihr seht, hier sind die Ausläufer des Tagebaus, denke ich mal. Aber jetzt gehen wir hier den Weg entlang und ich denke mal, der wird uns jetzt zum Kröbler Schacht führen. Das Schlimme ist, da gibt es eigentlich überhaupt nichts mehr zu sehen, weil am Kröbler Schacht haben sie, ich glaube 1962 haben die das da alles abgebaut. Blende ich es nochmal ein, aber ich meine, es wäre 1962 gewesen und haben sie auch direkt danach sämtliche Gebäude inklusive den Stahlturm, den Stahlförderturm abgebaut. Und die hatten doch noch eine Brücke vom Wedekindstollen rüber nach Greveneck gelegt. Und die haben es dann ein Jahr später, 1963, abgebaut. Naja, wir gucken, was wir finden, gell? Also ich meine, wir werden sehen, was wir finden. So Leute, jetzt kann ich euch wenigstens mal so eine hier, ich habe euch doch schon so viel durch die Rückergassen geführt. Und jetzt könnt ihr wenigstens mal sehen, wie so ein Erntefahrzeug aussieht. Also ich sage Erntefahrzeug, weil die nennen das immer Harvester. To harvest heißt ernten. Get a drunk up there, that's the motherfucking way it is, man. Here is almost as good as mine, you know. Ja, das stimmt. Eben, so, da haben wir auch vorhin die Spuren gesehen. Mit dem Kiertenantrieb hier. Gut, Leute, und es könnte sein, dass das hier unten jetzt der Stollen ist. Das werden wir uns direkt erforschen. Hast du mal geguckt hier, wie das hier aufgebaut ist hier? Nee. Reife und dann kann auch rum. Weil es könnte wirklich sein, dass das hier der Schacht ist. Wie gesagt, die haben ja alles abgerissen. Und wenn ihr genau hinguckt, da seht ihr auch hier vorne schon Lüftungsrohre. Also es könnte sein. Wir gucken uns mal die Geschichte an hier. Seht ihr hier vorne? Könnte sein, das wäre der Schacht. Ganz genau. Leute, seht ihr? Hier der blaue Punkt. Ihr könnt das nicht richtig sehen, als es gibt's doch nicht. Seht ihr der blaue Punkt? Das sollten wir eigentlich sein, aber in Wirklichkeit sind wir hier vorne auf diesem Weg. Und hier ist der Kröbler Schacht. Und hier neben sieht man irgendwo diese drei Dings und die sind genau hier. Das ist die ehemalige Anlage des Kröbler Schachts, Leute. Hier haben wir ihn gefunden. Das ist absolutely filthy. Und hier unter diesem Hügel ist 100%ig der Schachteinstieg gewesen. Deswegen auch diese Lüftungsrohre da, damit das Wetter im Schacht immer noch stimmt. Also immer noch Wetter da gibt. Da hinten haben wir nochmal. Seht ihr? Das hier ist die Schachtanlage. Immer noch mit Stromversorgung. Die hat man damals schon angebaut gehabt. Und wie gesagt, sämtliche Gebäude hier. Ist alles neu. Guck mal, und genau solche Spitzen brauche ich auch für mein Haus. Am Tor. Ganz genau, die Bastarde. Weil die überall immer einnicken wollen. Du brauchst eine super geile Alarmanlage.
Mit Kameraüberwachung. Eben, 40. In jedem Zimmer. So Leute, also das ist wirklich total interessant hier. Leute, wir haben es gefunden. Da hier unten drunter war hundertprozentig der Schacht. Wenn nicht, da hinten. Wegen den Lüftungsrohren hier. Gut Leute, hier gibt es jetzt nichts weiteres zu sehen. Jetzt gucke ich nochmal, ob wir nochmal einen anderen Blick von da hinten erhaschen können. Und ansonsten würde ich mal behaupten, den Gröblerschacht gefunden. Warum ist das nicht kennzeichnet? Wie gesagt, hier, die, wie sagt man, die Silos, die sind doch auf der Google Maps und Google Earth zu sehen. Und wie ich euch ja versprochen hatte, man hat ja sämtliche Gebäude abgerissen. Alles, was ihr seht, ist nagelneu. Was hier der Gemeinde oder einem Bauern gehört, ich kann es euch nicht sagen. Aber irgendwo hier ging der Gröbler Schacht rein. Guck mal, da sieht man noch richtig geil. Oh, oh. Da ist irgendwas abgedeckt. Da geht es wahrscheinlich rein in den Schacht. Halt mal die Füße still. Da geht's rein. Und zwar über 120 Meter tief. Irgendwo da in die Richtung ist der alte Schacht, der ging nur 50 Meter. Hat er 50 Meter Teufel gehabt. Man sagt Teufel. Gut, Leute. Dann habe ich euch auf jeden Fall wieder was richtig Schönes gezeigt. Denke ich, hoffe ich mal. Ne? Und dadurch, dass jetzt doch wieder ziemlich spät geworden ist, wow, werden wir jetzt gleich nochmal mockern und dann hier nach Hause gehen. Und in der Zeit trinke ich nochmal das Bier leer. Fürthi. So Leute, hier könnt ihr noch mal genau gucken. Hier zeigt er an, der Gröbler Schacht. Noch 100 Meter in die Richtung. Dann ist es wohl doch nicht hier vorne. Der Schachteingang oder das Ding irrt sich mal wieder. Das können die auch sein, weil der blaue Punkt ist noch mal ein bisschen weiter weg, als ich wirklich hier bin. Aber wie gesagt, man sieht das wohl an diesen Rohren. Man sieht das auch immer. Bei den alten Wasserbehältern oder Hochbehältern sagt man ja dazu. Also ist auf jeden Fall hier gravierend. Und dahin haben wir dasselbe auch nochmal. Ist auf jeden Fall absolutely, absolutely filthy. Genau. Leute. Könnte auch sein, dass dort der ehemalige Schacht ist. Wie gesagt, die Gebäude sind halt alle neu. Man hatte damals wirklich alles sofort abgerissen. Wofür die Silos da hinten sind, das kann ich euch leider auch noch nicht sagen. Genauso wenig, wie ich weiß, was man mit dem Schacht gemacht hat. Ob man den offen gelassen hat oder ob man den zugeschüttet hat oder ob man ihn abgedeckt hatte. Auf jeden Fall 400 Meter weiter in diese Richtung wäre dann der Georgstollen oder wie der da halt gerade heißt. Warte, ich mache das Telefon nochmal in Ruhe. Und damit ich das nochmal schnell sagen kann. Georgstollen, ja. Aber wie gesagt, wir haben jetzt schon hier fast 7 Uhr. Und wir müssten eigentlich denselben Weg wieder zurückgehen. Das wird hier nichts. So, und irgendwo da hinten muss die Gas sein. Egal, Leute. Auf jeden Fall haben wir den Gröblerstollen, Gröblerschacht. Entweder war er hier oder da vorne eben gerade. Definitiv gefunden. Also Leute, please like and subscribe if you like, you know.
breche da mal an der Stelle ab, gell? Mhm. Kannst du gerne machen, da gibt es noch Feuer. Eben. Das geht mir, ich hab... Gut, Leute, das habe ich euch noch vergessen zu erzählen. Über dem Schacht stand damals auch ein eisernes Fördergerüst. Entweder also hier drüber. Das sieht echt gut aus, als wäre das der Schachteingang gewesen. Oder halt da hinten. Das sieht eigentlich noch besser aus. Ob die da heute Hochbehälter drin haben oder was? Wer weiß das schon. Aber hier stand früher auch mal ein Fördergerüst. Filthy. So, Leute, und hier sind wir am Gröbler Schacht. Und laut der einen Karte da, ich glaube von der Industrie- und Handelskammer, ich weiß es jetzt nicht, ist in diesem Gebäude der Schacht drin. Zumindest wird das so auf der Karte eingezeichnet. Das wäre natürlich filthy. Wie ich euch in der letzten Folge schon gesagt hatte, wurde hier 1966 ist die Grube stillgelegt worden. Und man hatte dann auch sofort sämtliche oberirdische Gebäude abgerissen. Ja, Leute. Komm, wartet, bis die anderen Ebenso, Leute, wir haben es echt geschafft. Wir sind direkt wieder zurück. Wir sind da oben, die heißt nochmal schön der Hügel. Wir sind hinter die Gass lang gelaufen, die Hauptstraße. Und das ging halt wesentlich schneller, aber vorhin der Weg war auch schön abenteuerlicher. Aber so wie ihr seht, sind wir an unserem Ausgangspunkt wieder angekommen. Das stimmt und der Kamerad kann kaum noch. Ja, das stimmt. Mir tut alle Knochen weh. Die Füße auch. Ja, und ich brauche einfach nur ein neues Bierchen. Aber ihr kennt mich ja, ich bin nicht umsonst. Joshua Seymour Banks, the motherfucker. You wanna fuck the pussy, wherever the pussy is, sorry, you know. It is connect.